Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter, beziehungsweise wir öffnen dieses grauslige Tor zum zweiten Mal und wir finden hier das zweite Türchen zu einer weiteren Beware 13 Day Spooky Countdown Figur von Funko. Genauer gesagt, Funko Pocket Pop Figur. Was haben wir im zweiten Tag drin? Bis wir hier die 13 Tage bis Halloween voll haben. Im letzten Video haben wir schon Freddy ausgepackt. Mit was geht es heute weiter? Was verbirgt sich hinter diesem Mini-Totenkopf hier? Und wir haben natürlich wieder ein rotes Tütchen drin. Ansonsten nichts. Das stelle ich ganz schnell zur Seite. Und selbstverständlich wird auch wieder Max in diesem Video seine Meinung zur heutigen Figur äußern. Bin ich sehr dankbar, dass ich nicht alleine bin mit diesem schaurigen Unboxing. Dann lass uns mal schauen, was wir in dieser Tüte hier drin haben. Und wir haben hier, da muss ich echt überlegen, aber ich denke mal, wir haben es hier mit einer Beetlejuice-Figur zu tun. Und zwar die Braut. Genauer gesagt Lydia, die Braut im Brautkleid von Beetlejuice. Der übrigens gespielt von Michael Keaton. Und der Film wiederum gedreht von Tim Burton 1988. Ja, was eine Braut im blutroten Kleid mit einem blutroten Schleier. Allerdings ist der ein bisschen transparent. Wo habe ich meine creepy kleine Taschenlampe? Ich habe sie hier. Und ich leuchte einfach mal ein bisschen. Ich glaube, so kann man es sehen. Ne? Leuchtet ein bisschen durch. Haben sie also transparent gegossen, das Ganze. Ja, aber ihr Kleid hier ist blickdicht. Ja, die Gute. Kann sie stehen? Ja, sie steht. Und Lydia hat hier eine Höhe von circa 5,5 cm. Ja, man hat hier einen bleichen Hautton gewählt. Ist rosa, aber eher etwas bleich. Große schwarze Augen mit Wimpern. Die Augenbrauen kann man auch gut erkennen. Das schnuckelige Näschen selbstverständlich. Die Frisur. Ja, hier Pony und hier hinten alles auftupiert. Das ist witzig, haben sie nett gemacht. Man sieht hier nette Details, was die einzelnen Härchen hier angeht. Das ist wirklich nett gemacht. Und darin angesetzt der Brautschleier, die Schleppe, die sie hier hinter sich herzieht, in diesem transparenten Rot gegossen. Hier sieht man noch ein paar Details von der Schleppe. Ja, die Haare sind schön glänzend schwarz, nicht ganz so glänzend wie die Augen, aber das haben sie nett gemacht. Hier haben wir auch noch einen Stempel, Funko LLC 2020. Da, meine ich, erschien auch dieser Spooky Countdown Kalender. Ja, den Unterkörper haben sie relativ schlicht gemacht. Das ist einfach komplett rot gegossen. Sie hält hier ihren Brautstrauß in der Hand mit so einer kleinen Botte, die runtergeht. Dann hier oben am Hals die Ärmel so ein bisschen aufgeflauscht oder wie zur Hölle sagt man dazu. Ne, man sieht die Arme und dann dieser abgestufte Rock mit ein paar netten Details. Und sie hat hier auch noch rote Brautstiefelchen an. Ne? So sieht das Ganze von unten aus. Auch hier sieht man noch ein paar Details. Ja, ich finde es ein bisschen einfach gemacht. Nicht mal die Schuhe haben irgendwie noch eine andere Farbe oder das Profil, das Kleid. Ja, die Arme, Brautstrauß und diese Borte oben komplett in Rot. Das finde ich ein bisschen lasch. Da hätte ich mir vielleicht noch eine andere Farbe gewünscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Film war, aber das ist doch sehr einfach. Darum hat man hier schätzungsweise umso mehr auf die Frisur, auf die Haare geachtet. Man sieht auch nicht ein Guss, sondern es ist aus verschiedenen Teilen zusammenmontiert. Das haben sie sauber gemacht. Für Funko-Verhältnisse ist es schon gut.
hier nochmal die Haare von hinten mit dem Schleier, das kann man angucken. Ganz ehrlich, ja, creepy Figur. Ach, übrigens sehe ich gerade, der Brautschleier geht auch tiefer als die Schuhe. Darum, sie steht hier auch ein bisschen schräg. Sie steht mehr oder weniger auf den Zehenspitzen, auf den Schuhspitzen und nicht ganz flach mit den Schuhen hier auf dem Boden. Ich sage ja, also für einen Spooky-Kalender hätte ich mir doch vielleicht ein anderes Motiv gewünscht. Also diese Braut ist jetzt nicht irgendwie gruselig oder sonst was, das war sie auch nicht im Film. Von dem her finde ich das vielleicht ein bisschen daneben. Ja, es gibt so viele creepy Charaktere, so viele Horror-Ikonen, da hier unbedingt von Beetlejuice diese Braut hier reinzupacken. Ist ja schön recht und gut, aber nee, haut mich nicht wirklich weg. Also entweder sie hatten keine weiteren Pocket-Figuren, was in Richtung Horror geht. Aber das hier finde ich, es ist zwar nett gemacht, aber doch sehr, sehr einfallslos. Also für mich ein bisschen Fail in diesem 13-Tage-Kalender für Halloween. Ja, ich bin gespannt, was Max dazu meint. Dessen Kommentar werdet ihr jetzt hier gleich im Anschluss hören. Ich bedanke mich hier wieder bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder am gruseligen dritten Tag. Bis dahin, ciao, tschüsschen, winke, winke, euer Rupi. So Max, du hast das Wort. So, und Türchen Nummer 2. Ich muss ehrlich sein, ich musste erst mal nachgucken, wer das ist. Ja. Also ich, Lydia, ja, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt, sie kommt von Beetlejuice. Ich habe Beetlejuice nie gesehen. Ich habe den Cartoon als Kind grob mal an mir vorbeirauschen sehen. Aber das war so scheiße gezeichnet und es war absolut langweilig, also fand ich zumindest, dass ich mit Beetlejuice überhaupt nichts am Hut habe. Dementsprechend wäre ich an dieser Figur noch weniger interessiert als an Freddy. Und das einzig Gute an ihr, in Anführungszeichen, ist, dadurch, dass ich ja ein Fan von durchsichtigen Plastiksachen bin, ihr Schleier, ja, den sie hat, weil der ist ja offensichtlich durchsichtig. Das war's aber auch. Also mit der Figur kann ich absolut nichts anfangen. Ich verstehe nicht, was die in einem Horror-Adventskalender macht. Ja, also die ist null gruselig und wirkt eher komplett fehl am Platz. Und ja, dementsprechend großes Fragezeichen. Also die Figur an sich ist nett gemacht, ja. Wobei, das sagt halt nicht viel. Ja, es ist halt ein komplett leeres Blatt. Ne? Also, ich weiß weder irgendwas über diesen Charakter, noch hat mich das Franchise je interessiert und die Figur ist bestenfalls nett. Ja, also, für mich persönlich eine Niete. Ja, hat nichts in diesem Adventskalender verloren, hat mit Horror meines Erachtens überhaupt nichts zu tun. Ja, vielleicht ist Beetlejuice gruselig, darüber kann man streiten, aber sie halt nicht. Ne? Also das ist eher, ja, den Platz hätte man besser vergeben können. Und es gibt genügend Horror-Ikonen, und zwar weibliche Horror-Ikonen, die man, wenn man jetzt mit dem Argument gekommen wäre, wir wollen unbedingt eine Dame in dem Adventskalender haben, hätte man viel, viel bessere andere weibliche Horror-Ikonen nehmen können als Lydia, die meines Erachtens überhaupt gar keine Horror-Ikone ist. Ich meine, es hat keiner behauptet, aber ne, wenn du einen Horror-Adventskalender machst und du machst lauter Horror-Charaktere da rein, dann erwartet man halt so die Ikonen zu treffen, wie zum Beispiel Freddy. Ne? Und das ist halt nix. Also das war nix. Tut mir leid, aber ja, ich kann mit der gar nichts anfangen. Ich finde die Figur langweilig. Das Beste ist das durchsichtige Cape und ja, das, also wenn das Beste ist, ne? Also, ja, so viel dazu.